begrüße euch zu einem neuen Interview von Bettina Geithner. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr meine Interviews ansieht und teilt, sodass viele Menschen damit in Berührung kommen. Heute mache ich ein Interview mit Kurt Tepperwein und zwar zum Thema, wie wandeln wir das, was ist, in das, was sein soll. Lieber Herr Tepperwein, ich freue mich sehr, dass Sie Zeit haben, wieder ein Interview mit mir zu machen und vor allem zu diesem sehr, sehr eigentlich einfachen Thema, aber doch sehr umfassenden, würde ich sagen. Es ist gar nicht so einfach, wie es sich eigentlich nur anhört. Herr Tepperwein, die allererste Frage, die ich habe jetzt zu diesem Thema ist, es gibt ja viele Kleinigkeiten, die man gern anders haben möchte. Das heißt zum Beispiel, man möchte eine andere Frisur oder man möchte eine andere Wohnung, aber eigentlich nicht so wichtig. Andere Sachen sind sehr, sehr wichtig. Woher weiß ich denn, was jetzt wirklich ansteht? Was ist das, was ich wandeln soll, wo ich meine Energie reinstecken soll? Entscheidend ist da, wer da wandeln will. Bin ich in der Illusion des Ichs, dann habe ich ganz andere Ziele. Ein Ich will, wie Sie sagen, eine andere Frisur, ein schöneres Kleid, Anerkennung, geliebt werden, angenehme Umstände haben. Das alles interessiert das erwachte Bewusstsein, also den, der Sie wirklich sind, überhaupt nicht. Das will nur sein, im Einklang sein, mit dem Leben fließen, im Einklang mit der Schöpfung leben, eins mit dem höchsten Bewusstsein. Und deswegen beim Wandel muss man sich zuerst einmal entscheiden, wen will ich glücklich machen, mein Ich oder mich selbst? Das sind zwei ganz verschiedene Wege und die kann ich nicht gleichzeitig gehen. Also muss ich mich erst einmal entscheiden, als wer lebe ich und was will ich eigentlich wandeln? Ich habe eine Zuseherfrage, die ich vielleicht auch stellen möchte, die auch zum Thema gut passt. Der Zuschauer hat gefragt, was ist denn passiert, wenn jemand abbestellt hat? Ist er dann einfach in den Verstand gegangen und hat gedacht, das klappt doch nicht oder so? Aber was ist denn energetisch passiert, wenn jemand abbestellt hat? Er fragt, wenn ich einmal einen Gedanken des Zweifels habe, habe ich dann schon abbestellt? Hat er. Warum? Wir müssen uns noch einmal bewusst machen, unser Schicksal wird geschaffen von jedem selbst durch sein So-Sein. Ja? Und da taucht immer wieder die Frage auf, was ist denn mein So-Sein? Ich glaube, das Wort ist eigentlich selbsterklärend. So wie Sie eben sind, Ihre Gedanken, Ihre Gefühle, Ihre Überzeugungen, Ihre Gewohnheiten. Die Ausstrahlung. Alles, Ihre Energie, Ihr So-Sein eben. Das bestimmt die Schwingung Ihres Energiefeldes. Und die senden Sie ständig aus und Ihr erlebtes Schicksal, Ihre Realität ist nur ein Spiegelbild Ihres So-Seins. So. Das heißt also, über Ihr So-Sein können Sie Ihre Zukunft selbst bestimmen. Aber dieser eine Gedanke des Abbestellens wird, glaube ich, nur auch wirklich abbestellt, wenn er auch mit der Energie dann besetzt. Also wenn ich jetzt kurz zweifeln würde und dann sofort wieder in der anderen Energie bin, dann wäre das keine Macht. Aber wenn ich dieser Gedanke des Abbestellens auch viel negative Energie hat, habe ich mein So-Sein so stark verändert. Weil ein kleiner Gedanke, man kann ja nicht aufhören zu denken. Lassen Sie die ganzen Details mal zur Seite, die verwirren nur. Sondern alles, was im So-Sein enthalten ist, das ist Ihr Lebensfilm im Projektor. Ja. Das muss auf der Leinwand Realität erscheinen. Und das tut es dann auch. Ja. Das wird zu Ihrem Schicksal. Alles, was nicht in Ihrem So-Sein enthalten ist, kann nicht zur Realität werden, weil es ist ja, das So-Sein ist ja die Ursache, es ist in der Ursache nicht enthalten. Und jetzt zu Ihrer Frage. Wenn ich also etwas bestellt habe, das heißt, ich muss es in Besitz genommen haben, es muss Teil meines So-Seins sein. Und wenn ich zweifle, da ist ja das Wort zwei drin, dann sage ich, hoffentlich hat das geklappt. Da wird aus der Gewissheit,
wieder eine Möglichkeit. Und dann ist es nicht mehr in meinem So-Sein enthalten und dann kann es auch nicht zur Realität werden. Wenn ich es dann aber gleich wieder reintue und sage, nein, nein, also ich habe, fühle mich da und bin und habe es wieder, dann habe ich eigentlich drei Aufträge erteilt. Ich habe beim Leben was bestellt, dann habe ich ein zweiter Auftrag, April, April gilt nicht, und dann habe ich dritter Auftrag, doch, doch, liefern. Ja? Und das Leben ist dann überhaupt nicht irritiert, sagt, okay, alle drei Dinge werden erfüllt, ja, also Lieferung, Abbestellung, okay, Abbestellung wieder gestrichen, ja, es ist wieder im So-Sein enthalten, das ist das einzig Entscheidende. Ist es letztlich im So-Sein enthalten, dann wird es geliefert. Ist es nicht enthalten, habe ich abbestellt. Okay. Eine weitere Zuseherfrage, die ich bekommen habe, ist, was heißt denn, wenn Sie sagen, also er hat viele Interviews gesehen, wenn Sie sagen, etwas bestellen und am besten dann vergessen. Aber gleichzeitig haben Sie irgendwann mal gesagt, man soll es 21 Mal wiederholen. Das versteht er nicht. Das eine hat mit dem anderen auch nichts zu tun. Wenn Sie beim Warenversandhaus was bestellen, wie oft machen Sie das? Einmal. Eben, dann ist die Sache erledigt. Und dann können Sie sie vergessen. Ja. Ja, dann wird das in den nächsten Tagen geliefert. Aus. Hat sich erledigt. 21 Mal wiederholen brauche ich nur, wenn ich etwas zur Gewohnheit machen will. Das ist was ganz anderes. Ja, wenn ich mir also etwas angewöhnen will, dann genügt das nicht, das einmal zu machen, weil im Unterbewusstsein vielleicht ein anderes Programm vorhanden ist, was das wieder aufhebt. Ein Verhinderungsprogramm nenne ich es. Wenn ich also ein erwünschtes Verhalten zur Gewohnheit machen will, dann sollte ich es 21 Mal wiederholen. 21 Mal deswegen, 10 Mal reicht meistens, weiß man aber nicht, weil mit 21 Mal ist auch das längste Programm im Unterbewusstsein mit dem neuen Programm überschrieben, das alte ist gelöscht und das neue Programm wird zur Gewohnheit. Also um die Frage zu beantworten, eine Bestellung mache ich einmal, dann ist sie erledigt. Wenn ich etwas zur Gewohnheit machen will, dann nutze ich die Macht der Wiederholung und dann wiederhole ich das 21 Mal, damit eventuelle Verhinderungsprogramme im Unterbewusstsein gelöscht werden und mit dem neuen Programm überschrieben werden, sodass das Neue zur Gewohnheit wird. Heißt es aber dann, diese 21 Mal im Geiste vollziehen oder 21 Mal dieses neue Verhalten auszuüben? Also sprich, ich möchte jetzt mit dem Joggen anfangen, eine Stunde. Das heißt, ich muss jetzt 21 Tage 60 Minuten Joggen schaffen oder soll ich nur im Geiste 21 Mal mir das vorstellen, in Besitz nehmen, dass ich eine Stunde joggen kann? Das Unterbewusstsein kann das nicht unterscheiden. Ja, ob Sie also jetzt tatsächlich durch die Gegend rennen oder ob Sie auf der Couch sitzen und joggen in Gedanken, das ist für das Unterbewusstsein, das ist ja blind. Das ist das Gleiche, das erlebt das, was Sie auf dem Bildschirm haben. Das ist identisch. Für das Unterbewusstsein ist das identisch. Für Ihren Körper ist das nicht das Gleiche, ob Sie es sich nur vorstellen oder ihn tatsächlich trainieren. Da ist der Trainingseffekt ein anderer. Herr Depperwein, wenn man jetzt zum Beispiel in schwierigen Situationen ist und man will etwas wandeln, also angenommen Beispiel, man hatte ein Restaurant, das ist jetzt schon aufgrund der Pandemie geschlossen, längere Zeit, und man ist mit der Firma einfach pleite gegangen. Und jetzt möchte man diesen Misserfolg, dass die Firma pleite gegangen ist, in einen Erfolg wandeln. Was wäre denn da der erste Schritt, um den Misserfolg in einen Erfolg zu wandeln? Also, was ist der erste Schritt? Aufhören, darüber nachzudenken und zu versuchen, mit dem Verstand eine Lösung zu finden, weil der kann keine finden. Der kann mit seiner Logik Möglichkeiten aufzeigen, aufgrund seiner Lebenserfahrung. Man könnte das machen oder so vorgehen oder noch warten oder... Aber er weiß nicht, was richtig ist. Und Sie als erwachtes Bewusstsein aber
Sie schauen hin, okay, was mache ich denn jetzt in der Situation mit dem Restaurant? Und dann nehmen Sie wahr, was zu tun ist, und dann tun Sie das. Da war gar keine Schwierigkeit, keine Aufgabe. Das war nur ein Blick, eben wahrzunehmen, was zu tun ist. Da sind wir wieder dabei. Die Wahrnehmung ist eigentlich unverzichtbar, um die Aufgaben, die vor uns liegen, zu meistern. Dem ist der Verstand nicht gewachsen, weil er da keine entsprechende Erfahrung hat. Die Situation gab es noch nie und deswegen kann er da nicht wirklich hilfreich sein. Ein anderes Beispiel auch, wo man sagen kann, man will wandeln, was ist, in was sein soll. Das Thema hat mich jetzt schon viele Tage und Wochen beschäftigt. Auch da ging es um Resilienz auch. Ich habe mehrere Zeitschriften gelesen und Bücher auch. Und es gibt hier zum Beispiel Menschen, die haben einen schlimmen Unfall und sind dann im Rollstuhl und querschnittsgelähmt. Da gibt es dann Menschen, die bringen sich dann um, machen Selbstmord. Es gibt aber andere, die heiraten und bekommen noch Kinder. Und ich frage mich, an was es liegt, dass der eine so entscheidet und der andere so. Liegt es am Grad des Erwachens oder an was liegt es, dass der eine eben die Chancen noch sieht und der andere eher es negativ sieht, also verstehen Sie, oder katastrophal sieht? Wenn ich in der Illusion des Ich bin, sehe ich keinen Ausweg, bin verzweifelt und bringe mich vielleicht um, weil ich nicht weiter weiß. Wenn ich aber erwachendes Bewusstsein bin, wir sind ja nicht gleich voll erwacht, wenn ich erwachendes Bewusstsein bin, bin ich in der Wahrnehmung und erkenne, ja, ich kann jetzt noch heiraten, ich kann Kinder kriegen, ich kann noch einen Betrieb eröffnen, ich kann erfolgreich sein, ich kann Millionär werden. Eigentlich kann ich fast alles. Ich kann bloß nicht joggen gehen und kann ein paar Dinge kann ich nicht mehr. Aber das meiste, was Leben ausmacht, kann ich auch vom Rollstuhl aus. Also sagt er, okay, gar kein Problem. Ich habe da jetzt eine Begrenzung. Manches ist nicht mehr möglich, dann lasse ich das eben und konzentriere mich auf die Dinge, die möglich sind. Das ist ja der weitaus größere Teil. Und dann hat er einfach nur eine Beschränkung. Aber ansonsten ist da kein Problem. Ich habe mich halt gefragt, weil es gibt doch so Untersuchungen von eineigen Zwillingen, die eigentlich die gleichen Gene haben und alles. Und der eine ist in die eine Richtung, der andere in die andere Richtung. Das ist halt interessant. Eben, um einfach zu verstehen, auch ich wollte einfach verstehen, wieso manche Menschen so wahnsinnig beeindruckend resilient halt sind. Genau. Wenn man jetzt als erwachtes Bewusstsein eine Situation verwandeln möchte, wie fängt man an? Was ist der erste Schritt? Also ein erwachtes Bewusstsein will nichts mehr wandeln. Ein erwachtes Bewusstsein ist eine lebende Ursache für die natürliche Fülle. Steigerung ist nicht möglich. Aber sag mal, ein erwachendes Bewusstsein, das eben auch noch ein bisschen im Ich ist, oder es ist nicht mehr in der Identifikation mit dem Ich, aber das Ich ist sehr stark und hat eben Wünsche und Vorstellungen und Hoffnung. Und das erwachende Bewusstsein sagt, warum eigentlich nicht? Ich mache meinem Ich mal eine Freude. Beispiel eben, dass ich hätte gern ein Porsche oder ein Jaguar oder ein Ferrari. Und erwachtes Bewusstsein sagt, okay, ich muss ja nur von A nach B. Also, aber warum eigentlich nicht? Ja, wir haben ja die nötige Fülle, dass ich mache meinem Ich eben die Freude. Und jetzt zu Ihrer Frage, dann möchte ich die Situation ja wandeln. Also, wie genau wandle ich? Der erste Schritt ist, und da versagen übrigens die meisten schon, ist Zielklarheit zu schaffen. Ja, ich kann zum Beispiel nicht, das weiß jeder, ich kann nicht beim Warenversandhaus anrufen und sagen, schicken Sie mir was Nettes zum Anziehen, was mir gut steht und mich schlank macht. Da sagen die, nee, so geht das nicht. Also bitte schauen Sie im Katalog nach. Ich brauche die Bestellnummer, die Größe, die Farbe. Also Sie müssen eine präzise Bestellung abgeben. Und genauso ist es beim Leben. Ich kann nicht ein angenehmes Leben bestellen. Dann sagt das Leben, ja,
Das bedeutet für jeden etwas anderes. Hm. Für den Hungrigen bedeutet, was zu Hm. essen zu finden, Ja. und für den Traurigen wieder glücklich zu sein, und für den Einsamen einen Partner zu finden. Also Zielklarheit schaffen. Da habe ich gleich eine Rückfrage oder Rückmeldung. Ich kann es jetzt von mir beschreiben, aber erkenne es auch von anderen aus meinem Umfeld, von Freunden. Diese Zielklarheit ist gar nicht so einfach. Ich kenne eine Freundin, die wollte immer einen reichen Mann heiraten, ist jetzt verheiratet, jetzt sagt sie, um Gottes Willen, ich bin so abhängig, ich will das nicht mehr. Also nachher stimmt es dann nicht. Aber das ist das eine. Andere Frage wiederum, bei dieser Zielklarheit, da geht es für mich, das habe ich im Laufe der letzten Monate auch gelernt, wirklich darum, genau hinzuspüren, was will ich wirklich? Was will ich wirklich? Und dieses genaue Hinspüren und dann, das ist ganz wichtig, weil das einerseits sind so gesellschaftliche Wünsche oder irgendwie, oder auch vielleicht nur so unterschwellig vom Unterbewusstsein durch Ängste ausgelöste Wünsche, aber das, was man wirklich will, zu erspüren, das finde ich ist sehr wichtig, dass man da auch wieder sein Herz fragt und sagt, was ist denn mein Gefühl, mein Herz, was will ich wirklich? Und da glaube ich, dass es eben, also zumindest war es bei mir so, ich bin früher zu arg noch beeinflusst worden, was ich will. Wissen Sie, ich will überhaupt keinen roten Porsche. Auch wenn ich mal ein Interview mit Ihnen gemacht habe. Ich will gar keinen Porsche. Das ist nicht wichtig für mich. Was ich wirklich will, das schon genau zu erfüllen, ist doch wichtig, oder? Nein, wichtiger ist, wer will das wirklich? Ja, denn auch wenn ich etwas wirklich will, schon mancher Mann hat gesagt, ich will unbedingt die Erika heiraten. Genau. Das ist mein Traum, also ach, da bin ich im siebten Himmel. Und dann hat er sie gekriegt und nach einiger Zeit hat er gesagt, was habe ich mir bloß dabei gedacht? Das ist ja überhaupt nicht die richtige. Wir kommen ja gar nicht zurecht. Wir haben ja nur Schwierigkeiten. Was war mein Leben vorher so schön, bevor wir zusammen waren? Ja, dann kann er sagen, 20 Jahre waren meine Frau und ich glücklich und dann haben wir uns kennengelernt. Ja, und dann gingen die Probleme los. Also, ich muss nicht fragen, was will ich wirklich, sondern nein, ich versetze mich in die Erfüllung. Ich probiere die einmal an und probiere, ob die wirklich mir die Erfüllung bringt, die ich mir davon erwarte. Ja, in der Boutique machen sie das ja ganz selbstverständlich so. Sie sagen ja nicht im Schaufenster, das Kleid will ich haben, Größe 36, und nehme ich mit, sondern sie gehen in die Kabine und probieren es an. Und dann ist es ihnen auch schon zigmal passiert, dass das, weshalb sie in die Boutique gegangen ist, das war es dann doch nicht. Genau. Und was anderes, was sie Ja. gesehen haben, da, oh, das probiere ich auch mal, das war es dann, das stand ihnen. Da haben sie das richtig gemacht. Sie haben probiert, ob das auch die erwartete Erfüllung bringt. Nicht, ob sie das wirklich wollen, sondern ob es eben die Erfüllung bringt, die sie eigentlich wollen. Kann man das wirklich vorher schon sicher anprobieren? Oder weiß man es dann wirklich erst, wenn die Erfahrung da ist? Nein, ja, genau, Sie wissen es erst, wenn die Erfahrung da ist. Aber das können Sie im Geist machen. Ja, weil Sie sind Geist, also Sie sind Bewusstsein. Sie probieren im Geist an und versetzen sich in die Situation, leben in der veränderten Situation und schauen dann, wie fühle ich mich? Bringt mir das wirklich die Erfüllung, die ich mir davon erhofft habe? Und dann kann ich auch erkennen, vielleicht nein. Ah, das müsste so sein, dann würde es die Erfüllung bringen. Und dann kann ich das Richtige anprobieren. Und ich kann sagen, ja, nee, so, ja, so. Ah, jetzt atme ich auf, jetzt kommt die Freude, die Erleichterung, die Dankbarkeit. Jetzt habe ich das Richtige. Und dann erst tue ich das im Außen. Das ist der richtige Schritt. Aber wir müssen die ursprüngliche Frage nochmal beantworten. Wie sorge ich denn dafür, dass ich etwas bekomme, was ich haben will? Ja, Ja, Zielklarheit. also Zielklarheit, indem ich die anprobiere, ja, und erlebe, das ist das richtige Ziel, das heißt, das bringt die gewünschte Erfüllung. Und dann kommt eben, ich versetze mich, das ist ja schon das Anprobieren, ich versetze mich in die erfolgte Erfüllung.
Ja? Das heißt, ich stelle es mir vor, wie genau soll das denn aussehen? Was will ich eigentlich jetzt wirklich? Und dann kommt das Entscheidende. Ich gehe hinein in die Erfüllung. Ich erlebe mich in der Erfüllung und fühle, wie es sich anfühlt. Genau. Und wenn dann die Freude und Dankbarkeit kommt, dann sage ich, okay, das genau ist es. Und dann brauche ich lediglich noch diese gefühlte Dankbarkeit behalten, bis es Realität ist. Denn meine gefühlte Dankbarkeit verursacht das, wofür ich dankbar bin. Genau, das stimmt auch so. Ich habe alles x-mal probiert, Herr Tepper, aber Sie haben hundertprozentig recht, es funktioniert so. Ja, und vor allen Dingen, die meisten eben schaffen nur Zielkleid und sagen, ja, das will ich unbedingt, ja. Und dann sehen sie, sagen wir, roter Porsche, rot ist eigentlich gar nicht meine Farbe, sehen sie dann. Und Porsche ist mir eigentlich was zu eng. Wenn ich mit mehreren fahren will, dann möchten wir ein bisschen Raum haben. Und da wäre ein anderes Auto eigentlich viel, ja, ich erkenne dann erst Porsche meine Cayenne. Bedürfnisse, ich Genau. muss die anprobiert Genau. haben. Das ist ganz wichtig. Und ich finde, das ist ein ganz schönes, dieses Austarieren, dieses Ausprobieren und Hinspüren und wie wirklich und wie soll es sein und so. Und das finde ich, ist ein, man kommt sich selber näher. Es ist eine, also man kommt sich immer näher. Es ist ganz schön, ein schönes Man Erlebnis. Erkennt, was will ich wirklich. Ja? Und deswegen machen Sie ja, wenn Sie ein Auto suchen, eine Probefahrt und probieren den Porsche an und probieren vielleicht den Jaguar und merken, ach, mein Traumbild war der Porsche, aber Jaguar ist ja eigentlich viel mehr das, was ich will. Da kann ich mit anderen auch und da können wir auch lange Reisen machen und so weiter. Und der Porsche ist mir eigentlich was zu laut auf lange Strecken. Ja. Ja, da brauche ich den leiseren Jaguar und so weiter. Also ich erkenne erst in der Probe, im Ausprobieren, was ich genau wirklich will. Und deswegen ist das so wichtig, dass ich das geistig in Besitz nehme und dann passiert das. Das, was ich geistig in Besitz nehme, was ich dann bejahe, das wird damit Teil meines So-Seins. Und jetzt ist die Bestellung abgeschlossen. Jetzt muss es als Realität in meinem Leben erscheinen, weil es ja Teil meines Lebensfilmes ist. Bei mir war es halt so, dass ich mich selber immer sehr unter Druck gesetzt habe. Das muss jetzt schneller gehen und ich muss jetzt sofort wissen, was ich will. Das muss jetzt zack, zack. Da habe ich mich selber so unter Druck gesetzt, sodass ich mir diese Zeit, die ich aber gebraucht habe, um alle Möglichkeiten anzuprobieren oder hinzuspüren, die habe ich gebraucht, die brauche ich die Zeit. Ich brauche diese Zeit, um alles durchzuspüren. Aber Sie betrügen sich ja um so viel Schönes. Sie gehen ja auch nicht in die Boutique, sagen, das Kleid packen Sie mal ein, kostet schnell, 36 schnell und raus. Tschüss, sondern das Ja. Anprobieren gehört Genau. doch, das ist doch eigentlich der Das schönste ist Teil. eigentlich der schönste Teil. Ja, Das muss weil ich das Ihnen mit sagen. Möglichkeiten spielen, wie steht mir das und das ist kürzer, will ich so kurz oder das könnte ich kürzen, da wäre es so. Und Herr Deppermann, ich sage Ihnen eins, das ist für mich die größte Freude und das ist auch, wie ich gesagt habe, ich komme mir dadurch näher zu mir selber. Aber es ist auch so, dass ich dadurch gelernt habe, mich selber zu lieben. Ich habe mich früher so abgelehnt, mein Selbstbild und alles war katastrophal. Aber durch dieses Hinspüren, und das fängt schon beim Essen an, dass ich genau hinspüre, was will ich wirklich essen? Was will ich mehr von dem oder ein bisschen von dem? Oder was will, und dieses Hinspüren und Austarieren, die Möglichkeiten anprobieren auch, das macht, dass der Selbstwert gestiegen ist. Sage ich jetzt. Und auch mein Selbstannahme, Selbstakzeptanz. Das ist ja, aber das ein schönes ist doch Spiel. Ein besonders schöner Teil des Lebens. Ja. Um den betrügt man sich, wenn man schnell, schnell will. Was will ich denn jetzt eigentlich wirklich? Ja. Zack, Erfüllung. Genau. Nein, der Anlauf ist oft das Schönste, wie beim Sex. Ja, ist der Anlauf oft das Schönste. Genau. Ja. Ah, ja, genau, auch die Verliebtheitsphase. Ja, und dann natürlich. Das gehört doch alles dazu. Wenn ich schnell Partner her, den richtigen so, und jetzt sind wir zusammen. Ja, das wäre doch schade. Das wäre schade, genau. Ja. Und das ist auch diese, es ist wie wenn man sich selber Nahrung gibt oder sich selber Liebe gibt, wenn man so hinspürt, würde ich Na, sagen. Da ist man im Einklang mit seinem Leben. Man ja. fließt mit dem Fluss des Lebens in Harmonie dahin und alles ist gut. Hm.
Ja, und also was kommt dann nach der Zielklarheit jetzt beim Wandeln in das, was sein soll? Was wir gerade gesagt haben, das Anprobieren, das in Besitz nehmen und dann brauche ich eigentlich nichts mehr Da tun. brauchen wir nichts mehr tun. Dann habe ich bestellt, da brauche ich auch nicht 21 Mal wiederholen, weil das will ich ja nicht zur Nee. Gewohnheit machen, ja, sondern Bestellung ist mit einmal abgeschlossen, Sache Ja. erledigt. Dann brauche ich nur noch in Vorfreude warten. So, jetzt muss das Leben das ja machen, weil es Teil meines So-Seins ist. Und manche Dinge sind für den Verstand unwahrscheinlich. Der sagt dann, ja, wie soll das denn gehen? Woher soll das denn kommen? Und ich sage dann immer meinem Verstand, du, das ist mir völlig egal. Das überlasse ich dem Leben. Ich habe auch keine Vorstellung, wie das gehen soll, aber das Leben findet dann schon einen Weg. Wenn es Teil meines So-Seins ist, muss das zu meiner erlebten Realität werden und das Leben findet den richtigen Weg. Also wenn es jetzt nicht klappt, an was kann es liegen? Angenommen, man möchte jetzt diesen Jaguar und es hat nicht geklappt. Also man hat es abbestellt, man hat zweifelt, man ist im Verstand, man ist mit dem Verstand identifiziert. Oder an was kann es liegen, wenn es nicht Es gibt geklappt eine hat? wahrscheinlichere, andere Möglichkeit. Ich habe noch gar nicht bestellt. Ja, ich habe mir das vorgestellt. Jaguar, hab gefühlt die Freude. Boah, das ist es genau, was ich will. Und das finde ich also ganz großartig. In der Farbe und der Größe und mit den Reifen und den Felgen und so. Das ist so, wie wenn ich im Katalog etwas finde, was ich schon lange gesucht habe und sage, oh, endlich, Mensch, wie lange suche ich das schon? Jetzt habe ich es endlich und höre dann auf. Ja, ich habe es ja noch nicht bestellt. Ich war so begeistert schon in meinem Umgang damit, in der Vorstellung. Aber eine Vorstellung ist, wie die Weisheit der Sprache schon sagt, eine Vorstellung, die steht da vorne und die bewirkt nichts. Ich muss sie jetzt in Besitz nehmen. Ja, bei mir war es so, dass dieses In Besitz nehmen immer sehr schwer gefallen ist. Ich habe das nicht richtig, ich habe da wieder abbestellt und so, aber was ich mir halt auffällt jetzt, und es kommt mir jetzt gerade, weil wir ja gesprochen haben, das, was ich wirklich anprobiert habe und mich wirklich gut darin gefühlt habe, das war gar nicht schwer zu bestellen. Und das habe ich immer bekommen. Immer. Immer. Weil das stimmt und das andere hat nicht gestimmt. Genau. Deswegen ist es Ausprobieren oder hinspüren und so, so wichtig. Also Sie sehen, eigentlich ist Wandeln ganz einfach. Eigentlich ganz einfach. Ja, und es beginnt eben schon mit der Zielklarheit schaffen. Und 80% der Menschen wissen nicht, was sie wollen. Sie wissen genau, was sie nicht wollen. Das wissen eigentlich alle. Ja, aber ich kann beim Leben ja nicht bestellen, was ich nicht will. Also, ja, stellen Sie sich vor, Sie rufen irgendwo an, sagen, ich will kein blaues Kleid. Dann sagen die, ja, okay, dann Blaues Kleid melden. kommt. Dann, ja, also, ich muss Zielklarheit schaffen. Ich stelle mir vor, wie die Erfüllung aussieht. Ich gehe rein in die Erfüllung, nehme sie in Besitz und erfülle sie mit einem starken Gefühl, denn das Gefühl ist die Verwirklichungsenergie der Freude, der Erleichterung, der Dankbarkeit und bleibe in der Energie der erfüllten Erfüllung. Und die Dankbarkeit kommt aber automatisch hoch, sobald ich Wenn es das stimmt. Richtige probiert habe. Also sobald es stimmt, Ja, genau. genau. Wenn Sie was anprobieren und sagen, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, wenn der Zweifel da ist, ist es nicht das Richtige. Ja, wenn Sie nicht sicher sind, wenn Sie in den Genau. Spiegel schauen, sagen, ja genau, so, das, so muss es sein, Genau. sonst kommt es nicht in Frage. Manchmal ist es auch so, wenn man im Restaurant ist und die Speisekarte liest, dann weiß ich einfach, was ich will. Ja? Da muss ich auch nicht vom Verstand her drüber nachdenken. Nee, was ich will und was passt, spüre ich einfach. Genau. Genauso sollte man mit dem Leben umgehen, dass man eben Zielklarheit schafft. Und dann haben Sie, wie gesagt, schon die größte Hürde eigentlich beseitigt. Jetzt wissen Sie, was Sie wollen. Und jetzt müssen Sie anprobieren, ob das auch stimmt, was Sie wollen. Weil was Sie wollen, führt nicht immer zu oder oft nicht zu der Erfüllung, die Sie sich davon versprechen. Aber wenn Sie es anprobieren, also wie in der Boutique und schauen in den Spiegel, ja, dann wissen Sie,
ob das jetzt ihrs ist oder eben nicht. Also wichtig ist nochmal zu sagen, dass wir uns bewusst machen müssen, auch wenn ich scheinbar nichts tue, verursache ich Zukunft durch mein So-Sein. So ist es. Mein So-Sein ist der Zukunftsmagnet, der eine entsprechende Zukunft, Schicksal in mein Leben zieht. Ich muss mich also um die Zukunft nicht sorgen, ich muss mein Schicksal nicht verändern, ich muss nicht die Realität bestimmen, ich muss nur dafür sorgen, dass mein So-Sein stimmt. Denn alles, was in meinem So-Sein enthalten ist, erscheint auf der Leinwand Realität als mein Schicksal, meine Zukunft. Also meine Erfahrung ist, dass ich, wenn ich jetzt eine neue Aufgabe habe, ja, es ist gar nicht so wichtig, dass ich jetzt vom Verstand her alle Möglichkeiten durchdenke, wie ich was lernen kann und welche Bücher lesen und wie vorbereiten. Es geht lediglich darum, dass ich weiß, wie ich mich fühlen will und was ich will und dann einfach mich darauf freue, wie und dann, also mein So-Sein halt optimiere. Das ist das Wichtige. Nicht diese gedanklichen Sachen, die sind nicht wichtig beim Umsetzen. Eben. Der Verstand kann ruhig darüber nachdenken und kommt zu seinem Ergebnis, aber Sie sind nicht mehr identifiziert mit Ihrem Verstand, sondern wie die Weisheit der Sprache schon sagt, ich habe einen Verstand, das ist mein Freund, ich habe meinen Freund den Körper, die beiden haben andere Erfahrungen als ich. Ich bin erwachtes Bewusstsein und ich nehme einfach wahr, was stimmt und dann können die denken und fühlen, was sie wollen. Es ist ganz einfach. Also jetzt habe ich am Anfang gesagt, es wäre nicht einfach, aber es ist doch ganz einfach. Natürlich, wie Es, immer. ja, es ist ganz einfach, aber für ein Ich nicht immer leicht, weil der Verstand richtet seine Aufmerksamkeit automatisch auf Hindernisse, Schwierigkeiten, weil er sagt ja, okay, was stimmt, darum brauche ich mich ja nicht kümmern, das ist ja okay, aber was nicht in Ordnung ist, das müssen wir ja in Ordnung bringen, da muss ich mit Möglichkeiten spielen, wie könnte man denn, welche Schritte sind da erforderlich und er weiß nicht, dass er genau damit andauernd neue Probleme Ja, schafft. genau. Weil indem er meine Aufmerksamkeit auf Probleme und Schwierigkeiten richtet, verursacht er Probleme und Schwierigkeiten. Genau. Und sobald ich erwacht bin, macht der Verstand das weiter. Aber sind nicht mehr meine Gedanken, sondern ich nehme wahr, was jetzt zu tun ist und tue das Richtige. Und das ist alles, was zu tun ist. Und das ist das, was jetzt bleibt. Und das Schöne ist, als erwachtes Bewusstsein sind Sie ein lebender Magnet für die natürliche Fülle. Sie brauchen nichts mehr bestellen, verändern, wandeln. Ich habe das letzte vor 17 Jahren bestellt und verändert an meinem Schicksal. Einfach nur, um auszuprobieren, was unmöglich, wo der Verstand sagt, ja, das kann ja nun nicht. Wie soll das denn gehen? Das gibt es ja nicht. Das habe ich probiert und es hat funktioniert. Seit der Zeit weiß ich, dem Leben ist alles möglich, aber ich brauche eigentlich gar nichts ändern. Als erwachtes Bewusstsein ziehe ich ja sowieso mit dem So-Sein, mit dem erwachten So-Sein, das in mein Leben, was meinem erwachten So-Sein entspricht. Also stimmt mein Leben, ja, dann brauche ich nichts mehr ändern. Und dann kann ich mich zurücklehnen und kann einfach nur die natürliche Fülle des Lebens genießen. Ja, genau. Vielen Dank, lieber Herr Tepperwein. Ich bedanke mich auch. Eine gute Zeit und ich freue mich schon auf Aufs unsere nächste nächste. Begegnung. Danke sehr. Danke. Danke. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wie ihr mal wieder erlebt habt, es ist ganz einfach, beim Herrn Tepperwein zu sitzen und dann einfach wieder in den Erleuchtungsmodus zu kommen. Ich freue mich sehr, wenn ihr meine Interviews teilt. Ich freue mich auch, wenn ihr ein Interview mit mir machen möchtet, für eure Werbung zum Beispiel und um euch vorzustellen. Ihr findet Informationen auf meiner Webseite www.bettinageithner.de und ich freue mich, wenn ihr dieses Interview jetzt auch wirklich oft teilt, sodass viele, viele Menschen ihr Leben zum Positiven verbessern. Dann bis zum nächsten Interview. Bis bald, eure Bettina.